Sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrter Herr Präsident des Abgeordnetenhauses, lieber Herr Felgentreu, lieber Herr Ehrenvorsitzender Johannes Kahrs, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich lächle. Ich lächle, weil ich froh bin, nach 2 Jahren oder nach mehr als 2 Jahren wieder einmal eine Veranstaltung mit echten Menschen ohne einen Videobildschirm dazwischen machen zu können. Meine Damen und Herren, das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold und die Gedenkstätte Deutscher Widerstand erinnern heute zum 4. Mal an den jungen Arbeiter Erich Schulz und damit an jene Menschen, die wegen ihres Einsatzes für die Weimarer Republik vor 1933 bereits ermordet worden sind. Erich Schulz wurde am 25. April 1925 von einem Rechtsextremisten erschossen. Er wurde auf diesem Friedhof unter großer Anteilnahme der Organisationen der Arbeiterbewegung beigesetzt. Sein Grab war bis 1933 Ort beeindruckender Demonstrationen republikanischer Art und Weise und überdauerte zu unserem Glück die nationalsozialistische Diktatur. Wir sind heute nicht die Tausende, die Sie auf einer Gedenkfeier für Erich Schulz aus den 20er Jahren auf dem Foto hinter mir sehen. Wir sind jedoch nach 2 Jahren Zwangspause wieder hier und erinnern an jene Menschen, die sich vor 100 Jahren für die deutsche Demokratie eingesetzt haben. Diese Tradition hat nach meiner Meinung trotz Pandemie und Krieg in Europa nichts von ihrer Bedeutung verloren. Die Erinnerung an demokratische Traditionen und hier an das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold hilft uns immer wieder, unsere eigenen Positionen zu überprüfen. Es waren demokratisch gesinnte Soldaten und Offiziere, die das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold gegründet haben. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Sie, sehr geehrte Frau Bundesministerin, heute zu uns sprechen werden. Im Anschluss an Ihre Rede werden wir danach zum Grab von Erich Schulz gehen und dort die Kränze niederlegen. Ich danke meinen Kolleginnen und Kollegen herzlich für die Vorbereitung dieser Veranstaltung und darf Sie, lieber Herr Felgentreu, jetzt nach vorne bitten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Lieber Professor Tuchel, meine Damen und Herren, mit dem Krieg in der Ukraine, der unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist das überwunden Geglaubte nach Europa zurückgekehrt. Er führt uns sehr deutlich vor Augen, welcher innere Zusammenhang besteht zwischen einem aggressiven, autokratischen Nationalismus auf der einen Seite, man kann auch von Faschismus sprechen, und von Krieg und Gewalt auf der anderen Seite. Aber ich denke, er hilft uns auch zu erkennen, wo die Hoffnung auf Heilung liegt. Denn Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, wie sie in Europa zuerst im Nationalstaat verwirklicht worden sind, kommen ohne Nationalismus aus. Erich Schulz ist vor 97 Jahren für sein Eintreten für diese Werte getötet worden. Sie symbolisierten sich für ihn in den Farben Schwarz-Rot-Gold, die er getragen hat und die wir auf seinem Grabstein wiedererkennen werden. Diese Farben und die Werte, für die sie stehen, haben auch heute noch Feinde, die ihnen mit Erbitterung gegenübertreten. Ich darf daran erinnern, dass erst vor 3 Tagen hier in den Straßen Neuköllns, die Erich Schulz gut kannte, Demonstranten aufgetreten sind, die im Namen meiner völlig falsch verstandenen, verzerrten Solidarität die gleichen antisemitischen Parolen skandiert haben, gegen die schon vor 100 Jahren das Reichsbanner angetreten ist. Der Kampf, das Eintreten für die Verteidigung von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechten hört niemals auf. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass Sie alle unserer Einladung heute gefolgt sind. Stellvertretend für alle anderen möchte ich sehr herzlich begrüßen den Präsidenten des Abgeordnetenhauses, Dennis Buchner, als Repräsentanten aller Berlinerinnen und Berliner heute hier bei uns. Ich begrüße Herrn Brigadegeneral Henne als stellvertretenden Kommandeur des Kommandos Territoriale Aufgaben. Ich begrüße Herrn Brigadegeneral Uchtmann als Kommandeur des Landeskommandos Berlin. Ich begrüße Dr. Axel Sment vom Kuratorium der Stiftung 20. Juli. Ich begrüße Herrn Oberstleutnant Domrich, den Kommandeur des Wachbataillons. Ich sehe ihn bloß gerade nicht, da drüben ist er. Hallo, Herr Domrich.
Ich begrüße unser Ehrenmitglied, Prinzessin von zu Löwenstein. Wo sehe ich Sie? Hallo, Frau zu Löwenstein. Ich begrüße unseren Ehrenvorsitzenden, Johannes Kahrs. Schön, dass du heute hier bist, lieber Johannes. Und ganz besonders herzlich begrüße ich, einen hätte ich fast vergessen, nämlich Volker Schröder von der Aktion 18. März. Herzlich willkommen. Ja, und natürlich ganz besonders herzlich begrüße ich die Bundesministerin der Verteidigung, Christine Lambrecht, die heute zu uns sprechen wird und an die ich jetzt das Wort übergebe. Vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Fritz Felgentreu, ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du den Gesamtzusammenhang noch einmal hergestellt hast, wie wichtig es eben ist, für Rechtsstaatlichkeit, für seine Werte einzutreten. Und deswegen ist es mir eine sehr, sehr große Ehre, heute hier sprechen zu dürfen. Ich hatte die große Ehre, in meiner Zeit als Justizministerin an die Weimarer Verfassung zu erinnern und deren Bedeutung auch aufgrund des Jubiläums zu erinnern. Und genau das, an was wir heute auch gedenken, ist genau der Zusammenhang. Die Weimarer Republik, sie ist nicht daran gescheitert, dass sie keine schlechte Verfassung gehabt hätte. Im Gegenteil, es war eine gute Verfassung. Sie ist daran gescheitert, dass nicht genug Menschen für sie eingestanden sind, für diese Weimarer Republik, sich nicht ausreichend klar und deutlich für sie positioniert haben. Und umso größer ist es mir heute eine Ehre, an Erich Schulz zu erinnern. Ja, dieser 25. April ist keiner der großen Gedenktage unserer Politik und dennoch und vielleicht auch gerade deswegen ist es mir diese Freude und Ehre, heute als Verteidigungsministerin auch für die Bundesregierung zu sprechen. Und ich danke Ihnen für die Ausrichtung dieser wichtigen Erinnerungsveranstaltung, dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold und der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, sehr herzlich für die Einladung und die Gelegenheit, hier eben sprechen zu können. Wir stehen gleich am Grab von Erich Schulz, dem sprichwörtlich kleinen Mann, kleinen Soldaten. Er war erst 20 Jahre alt, als er als Veteran aus dem Ersten Weltkrieg zurückkehrte. Und er war 26 Jahre alt, als er ein wichtiges Bekenntnis ablegte. Er trat dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold bei, damals eine überparteiliche Wehrgruppe, in der sich ehemalige Frontkämpfer vereinigten, um die noch junge parlamentarische Demokratie in Deutschland zu schützen. In ihrer großen Mehrheit waren die Mitglieder des Reichsbanners Sozialdemokraten, aber auch Anhänger des konservativen Zentrums und anderer demokratietragenden Parteien stellten diesen Verband. Und das war damals doppelt unerhört. Nicht nur solidarisierten sich hier Sozialisten und Bürgerliche, katholische und protestantische, Liberale und Konservative. Nein, man kam hier auch zusammen, um der Republik als Schutztruppe zu dienen, also zu kämpfen für den Erhalt dieser Republik in einer Zeit, in der viele noch davon überzeugt waren, dass Parlamente Schwatzbuden seien, Parteien Teufelswerk und der Parlamentarismus etwas zutiefst Undeutsches wären. Der Reichsbanner hatte eine wichtige Funktion. Er zeigte, dass Männer, die im Weltkrieg für Deutschland gekämpft haben, hinter dieser Republik standen, hinter dem wichtigsten politischen Ergebnis des verlorenen Kriegs also. Hier kamen nicht etwa die sogenannten vaterlandslosen Gesellen zusammen, deren Patriotismus von vielen in Zweifel gezogen wurde, sondern Bürger, die für den abgedankten Kanzler und sein vergangenes Reich im Felde gestanden und viel riskiert haben. Es war für die politische Legitimation der neuen Republik ein besonders wichtiges Bekenntnis zur Parteiendemokratie westlichen Zuschnitts. Die Republik hatte damit eine für viele unerwarteten Verbündeten gegen die Anfeindungen, die gleich nach der Ausrufung von ganz rechts und auch von ganz links einsetzten. Erich Schulz war einer dieser Verbündeten der Demokratie. Und er starb nach einem Einsatz für diese Demokratie. Das Reichsbanner unterstützte in der Reichspräsidentenwahl 1925 den Zentrumspolitiker Wilhelm Marx, den gemeinsamen Kandidaten der republikanisch gesinnten Parteien. Nach einer Wahlkundgebung schoss ein rechtsnationaler Aktivist auf das Fahrzeug, in dem Erich Schulz und seine Mitstreiter sich befanden. Schulz wurde schwer verletzt und starb noch auf dem Weg ins Hospital.
Schulz war Kreuzberger, einer von hier, lebte in der Trebiner Straße, direkt heute hinter dem Technikmuseum am Gleisdreieck gelegen. Er gehörte keiner Partei an, aber er war bereit, für diese Demokratie einzutreten, ja sogar für sie zu kämpfen. Sein Attentäter wurde später freigesprochen. Eines der vielen politisch tendenziösen milden Urteile gegen nationalistische Gewalttäter in dieser Zeit. Ein Urteil, das illustriert, wie wenig Rückhalt die Weimarer Republik in ihrem eigenen Staatsapparat, ja auch in der Justiz hatte. Ein Urteil auch, das zeigt, mit welchen feindlichen Kräften die Angehörigen des Reichsbanners damals es zu tun hatten. Und wie viel Mut es bedurfte, Mitglied zu sein, sich zu bekennen, wissend, dass man schutzlos war. Erich Schulz ist in der bundesrepublikanischen Erinnerungskultur ein Weg weitgehend unbekannter geblieben. Er war kein prominenter Widerständler und kein angesehener Staatsmann. Er war kein Abgeordneter, wie gesagt, nicht mal aktives Mitglied in einer Partei. Und er war auch kein mahnender Intellektueller. Er war ein Lagerarbeiter aus Kreuzberg, der erkannt hatte, dass das Land Demokratie und parlamentarischen Wettbewerb brauchte, um zu sich zu kommen und den Frieden zu finden. Und der bereit war dafür, demonstrativ Schwarz-Rot-Gold zu tragen, die von Nationalisten, Monarchisten, Völkischen und Kommunisten gleichermaßen verhassten Farben der Republik. Meine Damen und Herren, ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, wenn ich heute behaupte, dass mit mehr Menschen vom Schlage Erich Schulz unserem Land und Europa viel erspart geblieben wäre. Und dass Schulz bis heute ein Vorbild ist, an dem wir uns ausrichten können. Und dass es deshalb so wichtig ist, das Gedenken an Erich Schulz an diesem 25. April hochzuhalten und auch auszuweiten. Seit 2017 betreiben das Reichsbanner und die Gedenkstätte genau das hier an dieser Stelle. Das ist verdienstvoll und ich möchte Ihnen noch einmal recht herzlich dafür danken. Erich Schulz engagierte sich für den bewaffneten Schutz der Demokratie. Und zu diesem Thema muss und will ich als Verteidigungsministerin unserer heutigen Deutschen Republik natürlich auch etwas sagen. Die Bundeswehr ist die bewaffnete Streitmacht der Bundesrepublik Deutschland. Deutschland vor Angriffen von außen zu schützen, das ist ihr Verfassungsauftrag. Sie ist ein Symbol des staatlichen Gewaltmonopols. Sie untersteht dem Primat der Politik, wird zivil kontrolliert und parlamentarisch überwacht. In der Zeit Erich Schulz war keines dieser Merkmale des Militärs in der Demokratie selbstverständlich. Staatsbürger in Uniform, diese Idee war völlig abwegig. Ebenso der Gedanke, dass Befehl und Gehorsam letztlich dem Gewissen unterliegen, was uns heute selbstverständlich ist, zu Recht. Und die Idee einer Parlamentsarmee hätte vermutlich auch Erich Schulz erstaunt. Wir haben in den fast 100 Jahren seit seinem Tod eine lange, manchmal auch besonders schmerzvolle Wegstrecke zurückgelegt. Unverändert seit seinem Tod im April 1925 ist hingegen etwas sehr Grundsätzliches, nämlich, dass die Demokratie Menschen braucht, die sich täglich für sie einsetzen und wenn erforderlich auch für sie kämpfen. Und dass dieses Kämpfen, dass diese Kämpferinnen und Kämpfer selbst überzeugte Demokraten sein müssen. Und die Bundeswehr ist eine demokratische Armee in einem demokratischen Land. Und gerade weil wir die Geschichte von Erich Schulz kennen und die entsetzlichen Entwicklungen, die sich in den 20 Jahren nach seinem Tod in Deutschland vollzogen haben, sind wir so sensibel. Sind wir so sensibel, wenn wir in der Bundeswehr Vorgänge hören, die mit Demokratie und liberalen Werten nichts zu tun haben. Und deswegen sind wir auch so entschlossen, Rechtsextremismus in der Truppe konsequent zu bekämpfen. Und deswegen gibt es null Toleranz für all jene, die die Bundeswehr als Ort für ihre falsch verstandenen Ideen von Treue, Stolz und Ehre betrachten. Was Treue, Stolz und Ehre wirklich bedeuten, das können wir alle am Beispiel von Erich Schulz erkennen. Er hatte bereits treu gedient, er war dem Vaterlande nichts mehr schuldig.
Und dennoch hat er es als seine Ehre verstanden, den fortschrittlichen und friedensschaffenden Kräften der Demokratie zu dienen, und für diese Verfassungstreue ist er gestorben. Erich Schulz ist ein Vorbild für die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, genauso wie er ein Vorbild für alle Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ist, denen die Verteidigung von Freiheit, von Frieden und auch von Demokratie am Herzen liegt. In einer Zeit, in der nur wenige hundert Kilometer von hier die Ukraine nach dem verbrecherischen Überfall durch Putins Russland um ihre Existenz ringt und die Ukrainer um ihr Leben und ihre Freiheit kämpfen, wird der Wert solcher Vorbilder noch einmal sehr deutlich. Wir alle sind Erich Schulz sehr zu Dank verpflichtet und werden seinem Opfer und seinem Erbe ein ehrendes Andenken bewahren. Vielen Dank. Frau Ministerin, ich glaube, ich spreche auch im Namen von Herrn Felgentreu und sage ganz, ganz herzlichen Dank für diese klaren und deutlichen Worte, die dem Anlass sehr, 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 aus meiner Sicht sehr gerecht geworden sind. Ganz, ganz herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, wir werden uns jetzt zur Grabstelle von Erich Schulz bewegen. Es liegen dort 5 Kränze der Bundesministerin Verteidigung, des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, der Aktion 18. März, des Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin und der Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie uns 5, die ich eben aufgezählt habe, die Gelegenheit geben, dass wir an das Grab herantreten und die Kränze dort ein wenig richten können. Sie kennen die beengten Verhältnisse dort. Lassen Sie uns ein bisschen Platz an dieser Stelle. Meine Kolleginnen werden Sie freundlich darauf hinweisen. Ansonsten danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie heute hierher gekommen sind und mit uns gemeinsam an Erich Schulz und an alle Toten des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold erinnert haben.
Meine Damen und Herren, wir danken Ihnen, dass Sie heute unsere Gäste bei der Veranstaltung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold und der Gedenkstätte Deutscher Widerstand gewesen sind. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Und ich hoffe, dass wir uns in einem Jahr an diesem Ort hier gesund wiedersehen können. Vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie heute die Gäste bei der Gedenkveranstaltung für Erich Schulz, der Gedenkstätte Deutscher Widerstand und des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold gewesen sind. Ich hoffe, Sie im nächsten Jahr an dieser Stelle wiederzusehen. Vielen Dank.